Hallo, heute haben wir dieses super gefährliche Spiel Tic-Tac-Boom. Hallo, ihr Lieben. Heute geht's bei uns um die Bombe. Mal nicht um die Wurst, sondern bei uns wird's heute explosiv. Und zwar spielen wir Tic-Tac-Boom Junior. Und ich hole mal hier alles raus. Das ist ein Spiel für 2 bis 12 Spieler ab 5 Jahre. Willkommen bei unserem Kanal Geschichten und Spielzeug. Boah, geht die Kiste langsam auf. Das war ja schon gefährlich. Dann haben wir hier einfach nur eine Anleitung. Oh, Ava greift sich gleich das Interessanteste. Eine Bombe. Eine tickende Zeitbombe. Aber da kommt kein Feuer drauf. Eine Handgranate. So, die Kiste machen wir mal runter. Da kommt kein Feuer drauf. Kein Feuer. Da kommt kein Feuer drauf. Und das Spiel ist von Piatnik. So. Und dann haben wir hier diese Karten. Sehen auf der Seite so aus und auf der Seite so. Und da sind Bilder drauf. Und dann muss man in der Zeit, in der die Bombe tickt, so viele Begriffe wie möglich für den Überbegriff finden. Wenn zum Beispiel Wald ist, muss man sagen, was es im Wald gibt, was gibt es im Supermarkt etc. Also ich mische das jetzt gut. Und verloren hat der, der am meisten Karten am Ende eingesammelt hat. Wollen wir mal gucken? Ja. Ach. Erst du. Nein, wir haben ja was vergessen. Mein Arm. Ja, deinen Arm auch. Den haben wir übrigens vorhin beklebt. Nein, wir spielen heute ein super gefährliches Spiel. Wir haben nämlich gesagt, wer verliert, muss ein Stück Papier essen. Wir machen gar nicht mehr mit Ekelbohnen rum oder so ein Zeug, Toilette putzen. Pff. Bei uns wird ab jetzt Papier gegessen. Und deswegen schreiben wir jetzt hier drauf Loser. Loser. Ein großes L und ein Lachgesicht. So. Bitteschön. Und wer am Ende verloren hat, muss Papier essen. Wie geht's? So, das machen wir zur Seite. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Und du? Ich auch. Du auch? Ich auch. Ja, kein Wunder. Also wer schon Papier essen muss. Naja, aber jetzt spielen wir hier erstmal. Willst du die erste Karte aufdecken? Mhm. Aber du bist erst, oder? Ja, dann deck du auf. Ich mach an. Zu Weihnachten. Ich soll zuerst sagen, ja? Weihnachtsbaum. Geschenke, Schnee. Nee, immer dann mir geben. Ich muss es mir geben. Christkind. Weihnachtsmann. Nikolaus. Schnee. Weihnachtskugeln. Okay. Die Karte kriegt ja. So, dann musst du jetzt da unten drauf drücken. Ich deck auf. Und dann musst du dir zu dem Begriff was ausdenken. Und zwar haben wir hier im Nähkästchen. Oh, das wird für dich vielleicht schwierig. Drück los. Schere. Garn. Knöpfe. Faden. Fingerhut. Oh, ah, sehr gut. Ich wusste gar nicht, dass du weißt, was ein Fingerhut ist. Cool. Ich weiß, der ist zwar die Frau Prager, hat mir das mal gezeigt. Ah, sehr cool. Haha. Jetzt hast du mich. Gut, also hier, einmal aufdecken. Das ist übrigens sehr gut fürs Sprachverständnis der Kinder. Ah. Hausapotheke. Kopfwehtabletten. Medizin. Pflaster. Schere. Desinfektionsmittel für Wunden. Milch. Brause. Brausetabletten, okay. Okay, also deck du wieder auf, dann muss ich das erste Wort sagen. Was ist es? Werkzeugkasten. Säge. Hammer. Schraubenzieher. Schrauben. Muttern. Messendings. Messendings. Ein Zollstock heißt das. Und ein Axt. Und was hat man da noch? Eine Zange. Ja, du musst, bis du was weißt. Bis du was weißt. Was gibt's denn da noch drin?
denn? Eine alte Säge! Was gibt's denn da noch? Nägel, hatten wir das schon? Ja, ich glaube schon. Oh nee. Was gibt's denn noch? Eine Pfeile. Oh Mann, oh, das hätte ich noch sagen können. Okay. Gut, also jetzt deckst du wieder auf. Ja, was ist denn das ein Weg? Da kann man in die Welt gibt es zwei verschiedene Sägen. Also eine Säge mit einem Griff, eine Säge mit zwei Griffen. Stimmt, eine Säge mit einem Griff, eine Säge mit zwei Griffen. Eine, die man. Ja, genau. Also deswegen habe ich gesagt, dann sag ich mal einfach nochmal eine andere Säge. Sehr gut. Weil die nicht gleich ist. Dann deck du nochmal auf, zeig mal, was es ist. Halt mal das Bild in die Kamera. Kochsachen. Kochsachen, so. Sieht es dann aus? Okay, dann musst du anfangen zu sagen, wir machen das einfach durcheinander, ist ja egal. Ich drücke, was gibt's bei in der Küche oder beim Kochen? Löffel! Topf! Löffel! Nee, hier. Pfanne! Nudeln! Teig! Nudelholz! Pfannkuchen! Kuchen? Kuchenteig! Salz! Pfeffer! Lutscher! Gewürze! Gummibärchen kann man kochen. Naja. Butter! Brot! Es gibt einen Kochlöffel. Hatte ich das schon gesagt? Ja. Ein Rührbesen, Schneebesen. Rührbesen? Nee, was noch? Küchenwaage. Das ist gar nicht so einfach. So, das ist. Aber du hast immer noch mehr. Ja, auf jeden Fall. So, dann kannst du die gleich anmachen. Ich deck auf. Und zwar haben wir jetzt auf dem Tisch. Was ist es? Aha. So, dann lass mal los. Sushi. Ketchup. Besteck. Teller. Brot. Gläser. Wein. Salz. Weinglas. Wasserglas. Obst und Gemüse. Pfeffer. Pfefferminz. Pfefferminz, okay. Messer. Oh, du bist voll zusammengezuckt. Oh, ich hatte es noch. Normal sollte man sich das ja werfen, aber mit Avas gebrochenem Arm werden wir das nicht hinkriegen. Eva ist so schon aufgeregt genug. War das witzig, ja? Also, ja genau, deck die ruhig auf. Wir spielen dann noch drei Karten. Geburtstag! Ich glaube, dann war es das. Sonst spielen wir hier in 10 Stunden noch. Geburtstag, okay. Sag was? Mama, die Bombe hast du doch. Ja, achso, ich muss was sagen. Luftballon, oh je. Geburtstagkuchen. Geschenke. Ballons. Habe ich das nicht schon gesagt? Geburtstagskrone. Konfetti. Es gibt Geburtstagslieder. Geburtstagsteller. Geschenkpapier. Spielsachen. Gratulieren. Freude. Feiern. Kerzen. Wünschen. Hurra, hurra! Hoch soll sie leben! Nee, das ist ja Quatsch. Geschenkband! Neue T-Shirts von jemand! Nee, hier, das zählt nicht. Neues T-Shirt von jemand ist. Naja, oder war das jetzt gemein? Schreibt mir mal unten in die Kommentare, ob ihr dachtet, dass das gemein war. Du denkst, es war gemein, hä? Ja. Ich habe nur gesagt Spielsachen. Ja. Aber nicht neue T-Shirts. Du hast aber gerade eben gesagt neue T-Shirts von ja! Bombe. Aber jetzt bin ich da mit der Bombe. Aha. Haha, okay, ich deck auf, du machst an und dann musst du das erste sagen, ja? Es ist im Koffer. Klamotten. Hemd. Spielsachen. Okay. Hose. Wasser. Wasser, okay, kann man auch packen. Kosmetikartikel. Magazin. Zahnbürste. Zahnpasta. Oh.
Jetzt deckst du wieder auf und zeigst. Oh, willst du die untere nehmen oder welche? Ist ja auch egal. Oh. Oh, auf dem Berg. Oh, das wird schwierig. Okay, zeig mal in die Kamera. Okay, auf dem Berg. Bergsteiger. Steine. Wanderschuhe. Ziege. Gibt's das auf dem Berg? Eine Ziege, das war auch okay. Die geht übrigens immer mal anders. Also mal, glaube ich, so 10 Sekunden, 15 Sekunden, 30 Sekunden. Also das ist immer eine Überraschung, wie lang die Bombe geht. Okay, dann willst du wieder aufdrücken? Ach so, Entschuldigung. Gut aufgepasst. So, willst du aufdrücken oder willst du drücken? Ich will drücken. Okay. Mal gucken. Dann haben wir hier im Freibad steht da oder im Pool allgemein. Ja, oder im Wasser. Okay. Kinder! Wasser! Beachball! Schwimmflügel! Schwimmklamotten! Wir haben eine Taucherbrille! Badehose! Taucherring! Wasser! Habe ich schon gesagt. Lichtwasser! Licht im Wasser, okay, eine Treppe, die ins Wasser führt. Leiter! Das war die Treppe, die ins Wasser wir haben nasse Füße. Nasse Hände. Einen Schwimmring. Hast du schon gesagt? Habe ich schon gesagt. Schwimmente. Schwimmspielsachen. Luftmatratze. Hier, nimm du. Luftring. Wir haben Flossen. Noch? Okay, das reicht dann auch. Dann mache ich die anderen. Ich möchte alle Karten. Nee, wir können nicht alle spielen. Guck mal, da sind wir ja übermorgen noch hier. Aber wir könnten die uns nachher alle mal angucken. Willst du dir vielleicht jetzt einfach eine ziehen? Aber ich möchte noch vier. Vier Karten willst du noch spielen? Okay, dann zieh dir eine. Von ganz oben die, okay. Oh, auf dem Markt. Also ich drücke. Okay. Und Marktstand. Obst. Also Gemüse. Leute. Bananen. Geld. Bauern. Bauern? Ja, Bauern, die das verkaufen. Verkäufer. Stände. Radieschen. Eine Waage zum Abwiegen der Sachen. Schoko! Wir haben Blumen. Weiße Schokolade! Nee, das zählt nicht. Du hättest sowas sagen müssen wie Kartoffeln oder Karotten. Okay, jetzt noch drei Stück. Oh nein, verloren. Ich heb sie dir auf mit deinem kaputten Arm. Okay, willst du noch eine ziehen? Nein, du musst ziehen. Soll ich ziehen? Okay, ich ziehe die hier. Das ist in Mamas Handtasche. Schlüssel. Lippenstift. Notizbuch. Portemonnaie. Autogrammkarten. Ja, bei mir stimmt. Kreditkarten. Schminke. Mama Schminke bei ihr. Geld. Portemonnaie. Was habe ich noch drin? Autoschlüssel. Haben schon gesagt. Okay, dann ein Stift, Kuli. Die Messer, das immer in die Hose ist. Hier in die Hose. Taschenmesser meinst du? Taschenmesser. Dann, was habe ich noch drin? Krümmel. Nein, kein Krümmel. Ja, Tempotaschentücher. Duft. Duft? Nein, Dust. Du meinst Staub? Ja. Naja, Staub ist auch drin. Okay, dann kriege ich also die Karte. Gar nicht so einfach. Okay, die vorletzte. Darf ich denn auch drücken? Na klar, dann ziehe ich eine. Du drückst sie gerne, die Bombe. Oh.
So, dann haben wir jetzt... Oh, im Weltraum. Aha. Oh, das wird schwer. Alien! Ein Astronaut! Die Sterne! Satelliten! Andere Planets! Der Mond! Steinmond! Der Mond ist doch aus Stein. Okay. Sterne! Hab ich schon gesagt. Sonne! Ein Raumschiff! Ein Astronautenanzug hättest du noch sagen können. Aber das ist doch schon aus dem Astronaut. Ja, das ist schwer. Also im Weltall ist schwer, Engelchen. Ja. So, und die letzte. Bin mal gespannt, wer das Papier jetzt essen muss. Willst du wieder drücken? Willst du dann wieder anfangen? Im Park. Na? Sandkasten. Rutsche. Ball. Schaukel. Rutsche. Eine Wippe. Busches. Förmchen. Eingang. Da hast du mir gerade noch rechtzeitig gegeben. Eingang gibt's doch, oder? Stimmt. Cool, also jetzt müssen wir zählen. Wie viele hast du, wie viele hab ich? Zähl du mal deine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Müssen wir noch eine Entscheidungsrunde spielen? Okay, ich drück die Bombe. Du drückst die Bombe. Puh, ist das. Möchtest du die Karte ziehen? Nein, du musst. Ich soll. Du musst. Instrument? Musikinstrumente. Gitarre. Flöte. Trompete. Oboe. Den Klavier. Ein Schlagzeug. Die Viereck. Das ist eine Quetschkommode im Akkordeon. Trompete? Habe ich schon gesagt. Dann eine Klarinette. Das Ding da. Ja, das hast du schon gesagt. Die Trommel! Ein Triangle. Eine Triangel. Ich hab die doch gemacht! Hast du die schon gesagt? Alles ruhig. Dann nehme ich ein Keyboard. Oh. Ukulele? Hätten wir auch noch nehmen können, Ukulele. Aber sie ist eh in meiner Hand explodiert. Oh Manu, das ist gar nicht so einfach, wenn man so... Du esst Papier! Ich muss jetzt Papier essen. Ja klar, irgendeinen musste es ja treffen. Loser, Mama. Trau mich nicht. Das wirst du essen, was richtig machen, Mama. Richtig. Ehrlich. Das ganze Ding. Aber willst du unseren Zuschauern mal sagen, was ich gerade esse? Papier. Papier, aber wir würden ja hier niemanden wirklich Papier essen lassen. Das ist Esspapier. Das ist Esspapier. Guck mal, was wir gefunden haben. Hier habe ich es nämlich liegen. Das sind essbare Notizzettel. Na, könnt ihr das sehen? So. Darf ich mal den Stift, soll ich mal zeigen? Ja, zeig mal. Hier, kannst du mal auf die Rückseite noch was schreiben. Das ist essbar, sind essbare Notizzettel mit einem Stift, der auf dieses Esspapier schreiben kann. Also das kann man auch essen. Und wir dachten, das sei vielleicht ganz witzig als Bestrafung. Und schmeckt sehr gut nach Erdbeere. Ja, und ich möchte auch mal noch. Mhm. Ich möchte auch probieren. Möchtest du dir ein Smiley Face draufmalen? Geht das so? Mhm. Okay. Oh. Naja, fast. Ava wollte Ava draufschreiben, aber dann hat der Stift aufgegeben. Ja, und so sieht der aus. Den kann man auch anspitzen. Und das fand ich echt voll witzig. Das war's für dieses Video. Fandet ihr das Esspapier auch witzig? Also ich fand es super, super witzig. Ich fand es witzig, dass ich Mama das essen musste. Ich dachte, ich musste das essen.
Ja, und wir hatten auch wirklich viel, viel Spaß mit diesem Spiel. Also ich kann mir vorstellen, dass wir das noch öfter spielen. Und es ist auch wirklich gut zum Wortschatz fördern, auch für Mamas unter Druck, ne? Ja. Mhm. Wir würden uns über einen Daumen nach oben unheimlich freuen. Vergesst bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren, sodass ihr keins unserer Videos mehr verpasst. Folgt uns auch auf Instagram, da heißen wir auch Wir sind auch mit unserer Vlogging-Kamera unterwegs. Wir haben einen Vlog-Kanal, da könnt ihr uns ein bisschen im Alltag begleiten. Da heißen wir Hola, Fernandez. Und dazu gibt es auch ein passendes Instagram-Account. Also ihr könnt uns auf allen Kanälen folgen und wir sehen euch dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.